Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich hoffe natürlich, euch geht es allen soweit gut. Ich bin heute Morgen aufgewacht und ich dachte ganz random, dass ich heute einen Vlog starte, weil ich muss ein bisschen mehr YouTube-Videos hochladen. Ich habe nur keine Ahnung, was ich heute machen werde, deswegen wird das jetzt ein random Vlog. Meine Schwester ist auf jeden Fall zur Zeit da, die wird heute aber um 18 Uhr schon wieder gehen. Wir haben leider bereits 10, das heißt in 8 Stunden geht sie schon. Und ich dachte, vielleicht mache ich was mit ihr zusammen und dann kann ich das mitfilmen. Vielleicht mache ich aber auch nichts mit ihr zusammen. Ich habe keine Ahnung, Leute. Wir werden sehen. Zuallererst werde ich aber wie immer mein Bett machen. Okay, mein Bett habe ich jetzt endlich ready gemacht. Sehr wichtig, Leute, macht auch morgens, bevor ihr überhaupt irgendwas anderes macht. Direkt nachdem ihr aufgestanden habt, euer Bett. Den ganzen Tag ist es einfach schon so kalt und ich hasse es so sehr. Warum kann es nicht endlich wärmer werden? Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal mein Gesicht waschen. Und dafür verwende ich immer dieses Haarband, weil dann einfach meine ganzen Haare ins Gesicht kommen. Aber wenn ich es jetzt so gewaschen würde, dann würden meine Haare wieder ins Gesicht und ins Wasser fallen. Deswegen stecke ich das einfach hinten mit rein. Ich finde das so praktisch. Warte, ich zeige euch das mal gleich. Also ich mache hier einfach das alles zusammen und dann stopfe ich das da rein und dann passiert da auch nichts mehr. Als nächstes wasche ich meinen Körper und da werde ich jetzt auch ganz kaltes Wasser verwenden. Ich werde jetzt nur die Kamera ausschalten, weil ich mich logischerweise ausziehen muss. Geduscht habe ich jetzt, Kaffee habe ich auch schon gemacht. Und jetzt machen wir meine Skincare. Zuallererst verwende ich ja immer meinen Toner, der ist von Anua. Klatsche ich mir einfach ins Gesicht. Dann verwende ich diesen Toner von Glow Recipe. Den habe ich eigentlich schon so lange nicht mehr verwendet, aber ich möchte wieder damit anfangen. Ich fand den eigentlich richtig gut. Oh, der riecht so gut. Ich habe nämlich in Korea gelernt, dass es eigentlich etwas Gutes ist, wenn man ganz viele Toner kombiniert. Dann verwende ich ein Centella-Serum. Das ist zurzeit richtig gehypt in Korea. Mache ich mir einfach auf mein Gesicht, tröpfe das drauf und reibe alles ein. Dieses Produkt soll wohl sehr gut sein gegen diese ganzen Pickel bzw. Narben. Deswegen mache ich das einfach genau an die Stellen drauf, weil wie man sehen kann, ich habe relativ viele von denen. Das Ding ist, es ist halt alles abgeheilt. Aber die Narben brauchen ja immer lange, bis sie verheilen und mit diesem Produkt soll es wohl schneller gehen. Das Ganze lasse ich jetzt kurz einziehen und dann mache ich weiter. Für die Leute, die es interessiert, wie ich genau meine Skincare sortiert habe, ich habe hier dieses Drehding, wo ich einfach immer alles reinstelle. Früher sah das auch noch ordentlich aus, aber mittlerweile habe ich da so viele Produkte drin stehen. Deswegen wird das einfach alles reingeschmissen, aber es ist so praktisch. Und hier habe ich nochmal ein paar Skincare-Produkte, aber nicht besonders viele. Ich glaube, hier habe ich nochmal ein bisschen... Nee. Also es sind keine Skincare-Produkte, nur hier habe ich meine Wassersprays und noch ein bisschen Micellenreinigungswasser, aber die Sachen brauche ich hier auch manchmal. Schwämme. Lipgloss, richtig random. Was ist hier oben drin? Das mache ich irgendwie gefühlt nie auf. Da ist auch nichts drin, was ich brauche. Von der Apotheke habe ich eine Creme verschrieben bekommen. Was da genau drin ist, weiß ich gar nicht. Von der Apotheke verschrieben, ich meine vom Arzt, aber ich habe sie von der Apotheke. Und das mache ich einfach auch auf mein Gesicht. Also die hat mir einfach meine Ärztin verschrieben, weil ich ja mit Pickel zu kämpfen habe. Deswegen habe ich jetzt auch keine anderen Produkte verwendet, die gegen Pickel sind. Und am Ende mache ich aber nochmal eine normale Feuchtigkeitscreme. Die hier habe ich auch aus Korea. Ich weiß, meine Skincare-Routine ist ein bisschen lang und lasst euch davon nicht verwirren. Ihr müsst das nicht machen. Ich mache das auch nicht jeden Tag. Ich habe gerade einfach nur Zeit und Lust dazu, deswegen mache ich das und Skincare ist auch irgendwie so ein Hobby von mir. Aber gerade wenn ihr so viele Produkte verwendet, müsst ihr immer darauf achten, dass die halt auch kombinierbar sind, weil es gibt Produkte, die sich zum Beispiel gar nicht vertragen und dann macht ihr eure Hautbarriere kaputt und da muss man aufpassen. Okay, Friends, das ist jetzt erstmal mein Outfit. Das Oberteil habe ich aus Korea, diese Hose habe ich glaube ich vom Primark. Das ist einfach, ja, es ist ein Schlafanzug. Warum sage ich überhaupt Outfit of the Day? Ich hatte keinen Bock, mich richtig umzuziehen. Was cool bei diesem Oberteil ist, dass hier so ein BH mit gleichzeitig eingebaut ist. Also hier sind so Pads drin. Das heißt, du musst kein BH darunter tragen und man sieht deine Nippel nicht durch. Ich finde das sehr perfekt. Mir ist gefühlt immer dauerkalt, deswegen muss ich jetzt doch wieder meinen Bademantel anziehen. Und ich werde jetzt gleich versuchen, ein bisschen Tagebuch zu schreiben. Währenddessen höre ich nur Musik, die muss ich raussuchen. Mein Tagebuch habe ich eigentlich immer hier drin, in genau diesem Fach hier. Das ist mein Tagebuch. Ist auch schon fast vollgeschrieben. Und dann nehmen wir noch einen Stift. Okay, perfekt. Ich habe 2 Seiten vorgeschrieben. Ich hatte nur 2 Stifte gebraucht gehabt, weil der eine hat irgendwie nicht funktioniert. Hätte ich vielleicht mal aussortieren sollen, aber egal. Und jetzt räume ich alles wieder ein. Perfekt. Nina wollte eigentlich mit mir spielen, jetzt hat sie aber doch keine Zeit. Hm. Wir spielen aber gleich, oder? Also Brettspiele. Wie lange brauchst du noch ungefähr? 30 Minuten. Okay, dann mach ich mir jetzt halt was anderes. Schaut mal, Leute, das war das Abi-Ballkleid von meiner Schwester. Hm. Oh, du siehst so hübsch aus. Danke.
weil sie sucht gerade eins für die Hochzeit. Also nicht ihre Hochzeit, sondern sie geht zu einer anderen Hochzeit. Und was mit den Kleidern, die willst du nicht anprobieren? Ja, du konntest es damals nicht anziehen, weil es hier zu eng war, ne? Ja, ich habe es trotzdem ein paar Mal angehabt. Okay, meine Schwester hat jetzt das erste an. Also das zweite, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist ein Kleid von mir und es steht ihr voll gut. Bei mir sieht es leider nicht so schön aus. Es steht mir irgendwie nicht so gut, aber dir steht es sehr gut. Wieso stehst du nicht? Keine Ahnung. Dreh dich mal um. Das ist doch ein bisschen langweilig, das würde ich ja auch so anziehen. Ja, aber es ist nicht deine Hochzeit. Boah, ich finde, das sieht noch viel schöner aus. Dreh dich mal um. Ich bin halt nicht so ein Grün-Fan. Aber Nina, das steht dir richtig gut. Hey, ich finde, das sieht so schön aus. Das ist das dritte, das ist einfach schwarz. Hä, das sieht richtig schön aus. Wie findest du das Kleid? Ich bin nicht so ein Grün-Fan. Doch, Nina, aber es steht dir so gut. Aber ich mache das hier an der Seite. Das macht mir gut. Zeig mir mal. Ja, ne? Das sieht richtig schön aus. In der Kamera sieht das Grün irgendwie schöner aus als in echt. Schon traurig, dass meine Schwester die ganze Zeit richtig gut aussieht und ich wie so ein Gollum hocke. Wasser trinken, sehr wichtig. Ich warte immer noch die ganze Zeit darauf, bis wir spielen. Ich habe schon den Koffer gepackt. Echt? Ja, wir können gleich spielen. Mir ist die ganze Zeit so langweilig. Dabei habe ich eigentlich so viel zu tun. Ich habe keine Lust. Ja, du hast ja auch nicht zusammengebunden. Okay, Leute, und das ist das letzte Kleid. Das gefällt meiner Schwester nicht so gut. Das ist sogar eins meiner Lieblingskleider. Aber sieht sehr hübsch aus. Willst du noch was zur Kamera sagen? Okay, cool. Es gibt Essen. Wir essen Shabu Shabu. Und das ist so eine Suppe. Da kannst du alles Mögliche reinmachen. Zum Beispiel dieses Gemüse. Das meiste habe ich jetzt aber schon reingemacht. Und ich darf nicht zu viel reinmachen, weil sonst der Topf zu voll wird. Dann haben wir noch Dumplings. Und das da sind so Reiscakes. Und da ist sogar noch Süßkartoffeln mit drin. Und später machen wir auch noch das Reis. Ich meinte Fleisch. Ihr wisst ja, dass ich immer ganz viele PR-Pakete bekomme. Deswegen sucht sich jetzt meine Schwester ein paar Sachen davon aus, weil ich das eh nicht alles verwenden kann. Aber macht euch keine Sorgen. Ich werde euch trotzdem auch mal eine Verlosung machen, wo ich euch auch Sachen gebe. Deswegen sage ich hier die ganze Zeit, sie soll nicht einfach alles einmal auspacken und ausprobieren, weil ich es auch verschenken will. Das ist sonst unhöflich. Also wir haben jetzt ein Spiel gespielt und rate mal, wer gewonnen hat. Ich habe gewonnen. Also eigentlich ist das nicht normal. Wir haben aber auch zwei Runden gespielt und davor hat Nina gewonnen. Falls ihr das Spiel nicht kennt, das heißt Dieter von Katar. Friends, ich werde mir jetzt ein Detox-Tee machen. Ich zeige euch doch gleich genau die Zutaten. Und ich habe leider keinen Safter, deswegen muss ich das Ganze einmal in einem Mixer tun und alles mixen und dann durch ein Sieb so pressen. Und das ist ein bisschen anstrengend. Aber wir machen es jetzt trotzdem. Und das sind die Zutaten. Einmal habe ich Sellerie, dann habe ich Fenchel, Babyspinat, Apfel, Zitrone und Ingwer. Und das Ganze muss ich jetzt erstmal schnibbeln. Leider nie alles auf einmal mixen, deswegen ist das die erste Ladung. Oh nein, da muss irgendwas kaputt gegangen sein. Das schließt nicht richtig, egal. Okay, perfekt. Das habe ich jetzt schon mal fertig. Und da brauche ich eine Schüssel und ein Sieb. Und da kippe ich das Ganze jetzt schon mal rein. Das fließt dann alles natürlich nicht so toll durch, deswegen muss ich das so sieben. Und wenn ihr schaut, dann kommt da so grüner Saft raus. So, jetzt geht's weiter und ich schnippel das nächste und tu das rein. Ich gehe kurz meine Schwester Tschüss sagen. Okay, Leute, nicht so lustige Situation. Der Mixer ist auch kaputt gegangen, deswegen versuche ich es gerade mit dem Püreestab zu machen. Und das funktioniert halt gar nicht, ne? Funktioniert so schlecht. Erstens geht der nicht richtig an. Und wenn er angeht, dann macht der auch nichts wirklich. Das sind noch so große Stückchen, aber ich versuche mein Bestes. Was ich schon mal machen kann, ist einfach die Zitronen zu pressen, weil das ist ja zum Glück nicht so schwer. Die erste und jetzt noch die zweite. Also es ist eine, aber ich habe halt zwei verschiedene Hälften. Und dann versuche ich nochmal das Ganze zu pürieren. Ich habe keinen Bock mehr, das reicht jetzt. So, jetzt versuchen wir das Ganze nochmal durchzusieben. Den Saft von davor tue ich da auch nochmal rein. Das wird halt richtig ekelhaft und sauer schmecken, ne? Weil ich habe da weder Orange noch Apfel wie letztes Mal reintun können. Das ist zwar da noch übrig, aber ich kriege das halt nicht pürieren. Ich habe auch keinen Bock mehr. Ich versuche jetzt gerade den ganzen Saft da durchzupressen. Ich mache das schnell. Okay, diese ekelhafte Brühe ist jetzt endlich fertig. Das Ganze schütte ich kurz in diesen Messbecher. Passt perfekt. Und dann habe ich diese zwei Flaschen, wo ich das Ganze reinfüllen kann. Das erste und das zweite. Die schraube ich zu. Wir machen gleich einen Taste-Test. Ich tue das Ganze aber erstmal in den Kühlschrank. Und jetzt darf ich das Ganze hier aufräumen. Super! Thank you.
heute testen wir das Ganze noch. Aua! Warum stoße ich mich immer? Wir testen das Ganze jetzt mal. Oh, ich habe so Angst, das zu probieren. Es riecht auf jeden Fall gut. Gut, schmecken tut es aber nicht. Aber es ist nicht so ekelhaft. Es ist einfach sehr sauer und schmeckt nach Sellerie. Das ist sehr viel härter zu trinken, als ich dachte. Eröffnet eine Karotte, um diesen Geschmack wegzubekommen. Okay, Friends, wir machen uns jetzt ganz fix fertig fürs Gym. Zuallererst mache ich mir dafür einen Zopf. Ich habe gar keinen Bock, einen clean Girl-Zopf zu machen, deswegen werden die einfach hochgeschmissen und dann mache ich einfach so einen Zopf. Ich muss auch immer zwei Haargummis verwenden, weil sonst meine Haare nicht halten. Als nächstes trage ich ein bisschen Concealer auf. Ich weiß, es ist eigentlich unnötig, weil ich sowieso ins Gym gehe. Aber ich fühle mich so unwohl mit meiner Unreinheiten, deswegen decke ich sie einfach nur ganz leicht ab. Man wird sie halt trotzdem durchsehen, aber wenigstens ist mein Gesicht dann nicht so komplett rot. Eigentlich wollte ich auch nur wenig Concealer drauf machen, jetzt wieder viel geworden. Ich verblende das jetzt alles schnell. So, dann muss ich das Ganze auch noch leicht abpudern, weil sonst sieht das so aus, als wäre ich super ölig. Perfekt, das war's. Ich ziehe mich jetzt noch schnell um, weil ich kann schlecht mit meiner Schlafhose ins Gym gehen. Okay, Friends, ich bin soweit ready. Also, ich habe einen Sportoberteil an und ich habe auch eine Sporthose an. Ja, ich ziehe nur darüber eine Jogginghose, weil der Weg sonst kalt ist, auch wenn ich mit dem Auto fahre, I don't care. Dann nehme ich noch einen Pullover mit, falls mir kalt wird, weil ich möchte mich ja nicht erkälten. Und so gehe ich jetzt erstmal hin wie ein Penner. Okay, Friends, wie man unschwer erkennen kann, bin ich jetzt wieder back aus dem Gym. Ich war danach noch bei Ben und habe bei ihm gegessen. Das heißt, Abendessen habe ich jetzt auch hinter mir und ich muss jetzt duschen gehen. Ja, genau. Ich stelle das nun schon mal ein, damit, wenn ich dann dusche, es auch warm ist, das Wasser, weil sonst muss ich immer kalt duschen. Okay, Friends, geduscht habe ich jetzt soweit. Ich habe auch mein Gesicht gewaschen mit Doppelcleansing. Und jetzt mache ich wieder Skincare. Ich habe einfach mitten, während ich im Gym war und meine Übungen gemacht habe, meine Tage bekommen. Das war richtig nervig. Ich bin dann aber einfach zur Toilette gerannt und habe so ganz viel Taschentücher bzw. Klopapier in meine Unterhose gelegt und dann ging das auch klar. Das Ding ist halt, Leute, ich hätte echt ahnen können, dass ich meine Tage bekomme. Das war auch komplett meine Schuld. Weil meine Tage waren generell schon zu spät. Da muss man mit sowas eigentlich rechnen. Ich habe nur das Glück, dass am ersten Tag, wo ich meine Tage immer bekomme, ich zum Glück nur sehr wenig blute, weil sonst wäre das ein bisschen schief gelaufen. Ab dem zweiten Tag, also morgen, werde ich so viel bluten und ich werde auch richtig Schmerzen haben. Ich muss dann immer eine Ibu nehmen. Ich habe gerade diese Toner-Pads drauf gemacht und die lasse ich jetzt ungefähr 5 Minuten einwirken. Okay, okay, die 5 Minuten sind vorbei, auch wenn ihr es nicht hin mitbekommen habt. Habe ich diesen Toner schon drauf gemacht? Ich habe schon wieder vergessen. Falls nicht, dann... Ach, egal. Während diese Pads eingezogen sind, habe ich mit Diana telefoniert gehabt. Ich will euch halt auch nicht jedes Mal aufs Neue nur einfach meine Skincare zeigen. Habe ich überhaupt in diesem Video irgendwas anderes gemacht? Ich denke nicht. Als nächstes werde ich meine Haare eindrehen. Normalerweise verwendet man ja mal so ein Ding. Aber ich bin ganz ehrlich, Leute, ich finde einen Schal einfach viel bequemer zum Schlafen. Ich habe ja auch immer so eine Wasserflasche und die mache ich dann erstmal in meine Haare rein. Natürlich auch nochmal gut durchkämmen. Dann lege ich den Schal hier einfach an und fange einfach an, so meine Haare einzudrehen. Nehme ich die zweite Patty und drehe sie mit ein und das mache ich jetzt bis nach unten. Nehme ich mir so ein Scrunchie und befestige das Ganze hier unten. Und genau dasselbe mache ich jetzt auch auf der anderen Seite. Ich werde jetzt den Rest des Abends einfach am Computer chillen und einfach Netflix suchten. Es ist halt auch schon 11 Uhr, ne? Und ich muss schlafen gehen. Trotzdem, danke, dass ihr euch dieses Video bis zu diesem Zeitpunkt angeschaut habt. Ich würde mich super über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao!